Es gibt ja wenige Panzer, die ihr ja noch nicht gesehen habt auf meinem Kanal, aber dieser T-20 ist zumindest eine unglaubliche Seltenheit und dementsprechend herzlich willkommen heute mit Alligator mit Butterbrot. Ein netter Name, auf der Karte Wadi ist er Top-Tier mit seinem T-20 und ja, vielleicht muss ich auch sagen, unterschätze ich den immer ganz gern, beziehungsweise denke mir, der ist gar nichts Besonderes. Aber wenn ich so mir die Stats dieser Runde anschaue, muss ich sagen, okay, vielleicht sollte ich auch da nochmal meinen Gedankengang überdenken und wir schauen einfach mal, was er so kann. Er fährt auf jeden Fall mal mit Cola spazieren, also hier die Besatzungsfähigkeit um 10% gepusht. Er hat 160 Durchschlag mit Normal, hat 243 mit Premium, naja, und die HE braucht man nicht weiter besonders erwähnen, aber 243 mit Premium ist schon satt. 160 wiederum, da ist gar nicht so viel, weil der Panzer kommt ja auch in Achtergefechte. Und das ist natürlich jetzt gar nicht so dramatisch. Aber wenn man natürlich so ein IS so perfekt hinten ins Heck schießen kann, dann klappt es eigentlich auch mit noch deutlich weniger Durchschlag. Hier stehen die Panzer, die Gegner jetzt sensationell. Die Mitte ist hier auch sehr stark von der Seite aus, also die wird mittlerweile von sehr vielen benutzt und natürlich mit einer guten Gun Repression klappt es auch noch umso besser. Da steht man da sehr safe. Jetzt hat er erstmal kein Ziel, beziehungsweise da vorne, da ploppen die nächsten auf, aber nichts, wo er jetzt in sofort mal drauf wirken kann. Und unter dem KV-3, da muss man natürlich immer einen Blick drauf haben, dass man nicht hinterfahren wird, aber in dem Fall gut drauf geguckt und haben sie schon gemerkt, hoppala, da kommt der KV-3. Das heißt, der Cromwell und seine Wenigkeit, die kümmern sich da jetzt um den. Er lässt sich jetzt droppen, fährt hinter ihm und die Su-152 macht den Rest dann klar. Na, der VK, lange einaimen und da ist er leider schon wieder zu, können ihn nicht mehr sehen. Jetzt ist hier wieder der AC, der hier das Händchen raushält und super schöner Treffer und wird danach auch direkt vom T29 weggenommen. Auf die Su, da kommt er aktuell nicht drauf, die steht da ein bisschen schwierig, aber auf den AT2 vielleicht. Ja. Der passt auch perfekt, gerade so, dass er das Helmchen erwischt. Jetzt fahrt er zurück, fahrt wieder vor, er weiß es gerade selber gefühlt gar nicht. Der T29, der wird jetzt wohl erstmal in den Fokus von ihm kommen. Nee, doch nicht, doch wieder der AT. Ah, der klappt nicht. Aber er hat ja einen vernünftigen Reload, das heißt, man kann es direkt nochmal probieren. Aber auch der zweite funktioniert nicht, jetzt muss er aufpassen. Su neben sich, Su mit dem T20, der macht auch mal ganz schön schnell kurzen Prozess, aber der guckt hier gerade aktuell auf einen ganz anderen. Das heißt, sie können sich um die Su perfekt kümmern und man sieht nach wie vor einfach, wie gut diese Mitte hier auf der Karte funktioniert und meines Erachtens, was für einen Vorteil hier das eine Team da mittlerweile schon hat. So, jetzt hat die Hummel das erste Mal auf ihn geschossen. Jetzt konnte er ihn anzünden, aber leider direkt wieder gelöscht worden. Und nochmal und jetzt brennt er weg und damit kriegt er seine Medaille auch dafür. Perfekt, so soll es sein. Der AT2 vielleicht direkt als nächstes, ja, so gesehen der Doppelkill. Da hinten jetzt den nächsten Gegner, die warten. Aber die Hummel, die hat vorher schon auf ihn geschossen. Auf die ist er vielleicht noch ein bisschen böse, aber trifft er leider nicht. So, jetzt trifft er aber. Jetzt merkt die Hummel, hoppala, jetzt wird es langsam zu viel. Aber zu spät, Hummel ist raus.
Na, perfekt auf den Jagdpanther. Da muss er natürlich noch aufpassen, weil so ein Jagdpanther macht natürlich Schaden, genauso wie auch die Su dahinter. Aber wenn er da immer so ein bisschen hochspitzelt und dann wieder wegfährt, da können die kaum was machen. Und jetzt, wenn der Jagdpanther nach vorne kommt, da macht er sich natürlich auch nicht leichter. Das heißt, jetzt hat er das Problem, dass er sich jetzt drehen müsste. Aber bis der hier gedreht hat, weiß er genau, okay, das Thema ist durch. Also konnte er jetzt auch den rausnehmen. Und wer lebt als letzter? Ein VK3002D. Vielleicht kriegt er den ja noch. Verdient hätte er sich's. Den fünften Kill würde ich ihn genauso gönnen wie die vier davor. Und er schreibt, easy game, 4,5k Damage. Ja, diese leicht abgehobene Attitüde würde ich jetzt sogar mal verschmerzen in Anbetracht dessen, dass er es nur seinem Team geschrieben hat und nicht dem Gegnerteam noch aufgedrückt hat, weil die wissen natürlich selber, okay, das war nicht unsere Glanzleistung. Der T20 hat uns da nach Maß auseinandergenommen. Also von dem her, seinem eigenen Team, der darf ein bisschen überheblich sein und zeigen, Jungs, ohne mir hättet ihr das nicht geschafft. Lass ich durchgehen. So, jetzt wo ist der VK? Der VK steht da, der scheint hier zu kuscheln, also da macht er gar nichts. Der hat hier nur auf die Su geguckt und jetzt hätte er vielleicht sogar hier den Rammschaden einfach klar machen können. Aber so kriegt er auch den Kill und macht damit alles klar für sein Team. Am Ende waren es nicht 4,5k Schaden, sondern 5035 Schaden und 1000 unterstützt, also nicht umsonst über 1700 Basis-XP. Perfekte Runde, besser, glaube ich, hatten wir uns gar nicht machen können. Von dem her, Daumen nach oben. Ich hoffe, ihr gebt es den auch. Ein Kommentar ist wie immer gern gesehen. Bis bald, euer Alcaramba.